Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute, beziehungsweise gestern Abend, ist glaube ich der Rift Beacon jetzt wieder hier aufgetaucht. Der nächste Rift Generator, der oben jetzt mittlerweile auch schon das Rift erzeugt. Heute Morgen um 10 Uhr ist er angegangen, genau wie letztes Mal, wahrscheinlich 24 Stunden später, also morgen um 10 Uhr, wo dann wahrscheinlich auch das Update kommt, wird dann letztendlich das Ganze, er wird die neue Stadt hier bei Mega Mall hinkommen. Dazu werde ich euch jetzt ein paar Theorien liefern. Zusätzlich gibt es ein neues Startpaket, das im Laufe dieser Season wahrscheinlich reinkommen wird. Dazu später auch noch ein paar Informationen. Ja, auf jeden Fall beginnen wir erstmal hier mit dem, mit dem Rift hier, das entsteht. Und zwar hier sammelt wieder dieser Kollektor, dieser Nexus Energiekollektor aus Richtung von Blood Lake. Wenn man sich das mal anschaut, das ist ziemlich genau die Richtung hier nach da hinten hin von Blood Lake. Die ganze Nexus Energie auf, schickt das dann an den Generator. Der schickt einen Laserstrahl nach oben und oben wird der Rift immer größer. Genauso schon wie dort hinten enttiltet. Danach wird das Ganze hier verändert. Ob es in Zukunft geht oder in Vergangenheit, weiß man natürlich nicht. Was für spezielle Sachen hier reinkommen, ob überhaupt hier vielleicht kein Bauen aktiviert ist oder so, weiß man natürlich nicht. Oder ob es hier erhöhtes Movement gibt oder was weiß ich. Oder ja, nicht abbauen, dafür bauen. Was weiß ich, die werden sich tatsächlich irgendetwas Besonderes einfallen lassen. Da bin ich auf jeden Fall schon gespannt drauf. Und es gibt jetzt allerdings eine Theorie von mir. Und zwar, wenn man sich mal anguckt, da hinten der Rift ist ja ziemlich groß. Und wenn hier dann auch noch ein Rift entsteht und dann aber auch noch bei Salty Springs ein Rift entsteht, da man aus einem Teaser im Prinzip, im Teaser konnte man von hier aus Paradise Palms nach Salty Springs im Prinzip gucken und dort konnte man immer halt so einen Laserstrahl erkennen, der eben halt jetzt noch nicht drin ist und das ist eben halt auch ein Teaser. Das heißt, dann werden am Ende Tilted, Salty und Mega Mall mit einem großen Rift oben drüber und da die ganzen sich dann eventuell auch noch verbinden, weil ich meine so ein Rift, wie wir es schon in Season 4 hatten, dazu werde ich euch jetzt auch mal ein Bild einblenden. Das hat sich ja deutlich ausgebreitet und wenn man sich vorstellt, dass ja die fast direkt hier neben dem Salt Springs Rift und dann auch neben dem Mega Mall Rift, vielleicht bricht dann irgendwie oben die ganzen Rifts gehen zusammen und passiert irgendetwas extrem Spezielles, wie wir es da schon im Bild sehen könnt, wenn ich das jetzt mal einblenden werde. Dort sieht man ja den Rift aus dem letzten Jahr, Season 4. Und, beziehungsweise Season 5 war der Rift ja oben am Himmel ganz groß. Und dann waren da eben halt auch so an der einen Seite drei von solchen kleinen Rift-Anhäufungen, weil sich das vergrößert hat. Und wenn man das ein bisschen dreht, ist er eben halt einmal genau über Tilted, einmal genau über Salty und einmal genau über Mega Mall, so wie es jetzt im Prinzip dann auch entstehen wird. Ob das irgendetwas miteinander zu tun hat, weiß man natürlich nicht. Season 5 bis Season 10, ich weiß nicht, ob sie da irgendwie vorgeplant haben. Kann natürlich sein, ist aber nichts, ist nicht sicher, dass das passiert. Wenn man jetzt jedoch hier ins Spiel geht und sich bei Dusty die Hallen anguckt, die, ja im Prinzip da auch im Bildschirm zu sehen waren, und dann mal hier reingeht, sieht das zwar von der Inneneinrichtung relativ ähnlich aus hier mit den Metallzäunen. Allerdings fehlen hier die Streifen auf dem Boden und die Rampe ist nicht ganz richtig. Sowohl das Tor ist auch deutlich kleiner und so. Und wenn man nach da hinten hinguckt, würde das zwar so passen, allerdings müsste es eigentlich etwas näher sein. Und natürlich kann man, wenn jetzt vielleicht hier irgendetwas Neues reinkommt, kann es natürlich so sein, dass es dann irgendwie hier hinkommt ungefähr oder so. Ja, hier passt eigentlich, wenn man sich mal vorstellt. Hier ist ja die Straße nach Mega Mall. Wenn man sich hier vorstellt, hier ist irgendwie so ein Zollbereich, wo man dann da einliefern kann, wird es hier ganz gut hinpassen. Und dann sieht man eben halt rechts auch noch Bild.
so ein Gebäude, das es bisher noch nicht gibt. Und das sieht ein bisschen aus wie so ein Bahnhofsgebäude, relativ altmodisch tatsächlich. Ja, und das kann natürlich sehr gut im Megamall hinkommen, bin ich auf jeden Fall schon gespannt drauf. Vielleicht kommt es als Ersatz hier von der Station des Windkanals hin. Könnte eventuell sein. Ich weiß nicht. Natürlich soll es wahrscheinlich auf dem Ladebildschirm alles ein bisschen voller aussehen. Vielleicht auch, muss natürlich nicht sein, aber ich denke mal, dass Epic Games das einfach ein bisschen voller haben will, dass alles ein bisschen näher beieinander ist, obwohl es in Wirklichkeit gar nicht so nah beieinander ist. Das heißt, dass wir trotzdem vielleicht hier das hier haben, hier die Strommasten, jedoch dann dort eben mal den Bahnhof neu haben, das Ganze aber deutlich weiter als auf dem Ladebildschirm erkennbar entfernt ist, weil es ja auch relativ häufig passiert ist, etwas, was im Ladebildschirm zu sehen ist, dass das dann letztendlich auch ins Game eingefügt wird. Finde ich auf jeden Fall ganz nice, die Leaks bisher. Ich bin schon gespannt, was jetzt noch weiteres passiert. Bisher ist es ja so, letzte Woche war es ja auch genauso. Sonntagabend kommt der Generator hin. Montag wird dann der Rift gebaut. Und am Dienstag ist letztendlich der neue Ort da. Das war jetzt bisher in dieser Season wöchentlich. Wenn man jetzt auch nochmal dazu zählt, dass die Depot als ersten Ort, der im Prinzip direkt am Anfang der Season reinkam, wenn jetzt jede Woche wirklich ein weiterer Ort reinkommt, dann würden wir auf jeden Fall jetzt mit dem Update nochmal neue Leaks bekommen für die nächste Stadt. Wahrscheinlich Salty Springs, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil es dazu ja auch schon relativ viele Teaser gibt. Ja. Und jetzt will ich allerdings nochmal zeigen, was auch nochmal darauf hindeutet, dass die ganzen Rift-Generatoren vom Besucher stammen. Und zwar ist ja der Besucher aus dem Meteorite ausgebrochen und hat jetzt wahrscheinlich enttiltet den Generator verursacht. Und der Besucher hatte auch hier jetzt wahrscheinlich seine eigene Base aufgebaut, hier mit Forschungsstationen und allem. Und dann war ich jetzt zwischendurch einmal der Beacon aufgetaucht, also der jetzt im Megamall stand, wurde dann hier gebaut. Und das ist wahrscheinlich die Tüftlerwerkstatt vom Besucher. Und der versuchte eben halt hier die ganzen Sachen zusammenzubauen, weil er eben halt vielleicht etwas über die ganze Fortnite-Geschichte herausfinden will. Ist auf jeden Fall ganz interessant alles. Und jetzt kommen wir nochmal zum neuen Starterpack. Dazu werde ich euch jetzt mal etwas einblenden. Der Skin hat tatsächlich ein bisschen Ähnlichkeit. Ja, der Skin hat ein bisschen Ähnlichkeit mit so einem Ninja-mäßig, ein bisschen altmodisch vielleicht. Mal gucken, ob der ein bisschen was mit irgendetwas in der Season zu tun hat. Muss ja nichts bedeuten. Ja. Finde ich ganz in Ordnung. Den Skin ist jetzt nichts Besonderes. Starterpacks sind immer 600 V-Bucks drin, vielleicht noch Rückenaccessoire oder so. Ist jetzt aber nichts allzu Besonderes. Ja, ich glaube, hauptsächlich geht es dabei eigentlich um die 1000, um die 600 V-Bucks, die man damit auch bekommt. Ja, mal gucken, wann es reinkommt. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten Woche. Meistens kommt so in der ersten Hälfte der Season rein. Das heißt, ich denke mal, zwischen dem 10.1 Update und dem 10.2 Update soll das Ganze dann reinkommen. Das war es auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es natürlich gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Und wenn ihr in Zukunft keine Videos verpassen wollt, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Vielleicht schaffen wir ja sogar bis Ende des Monats die 100 Abonnenten. Wäre auf jeden Fall ein riesiger Supporter. Würde mich wirklich mega drüber freuen. Wäre auch mein Ziel so im Prinzip, dafür hustle ich jetzt immer durch, auch wenn vielleicht jetzt die letzten beiden Tage keine Videos kamen, es gab einfach keine Themen, die dazu, ja, irgendwelche Themen, die dazu passten, was ich machen konnte, hat auch kein allzu gutes Gameplay, was ich jetzt hochladen wollte, ich will eben euch auch Videos mit Qualität bieten, deshalb würde ich mich auch über Feedback freuen, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt. Oder falls ihr irgendwelche Musikideen habt, die ich unter meine Videos einblenden kann, im Prinzip, könnt ihr mir das gerne auch reinschreiben. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.